Willkommen zurück auf meinem Kanal, heute mit einem Herbst-Haul für euch. Ich war die ganze letzte Zeit schon seit Ende Sommer immer auf der Suche nach schönen Herbstsachen, nach kuscheligen Pullis und tollen Jacken und Schuhen. Das wollte ich euch zeigen und ich würde sagen, wir starten sofort. Oh Gott, das ist so schwer irgendwo mit anzufangen. Womit beginnen wir denn? Ich weiß es nicht. Das sind so viele Sachen. Zu jedem Herbst gehört natürlich ein kuscheliger, warmer Pulli, den man gefühlt jeden Tag tragen könnte und der einfach dazu gut aussieht und man sich einfach drin wohlfühlt. Und da habe ich den hier gefunden. Der ist von Pull&Bear. So sieht er aus. Ziemlich einfach, ist aber ein bisschen oversized. Und hinten hat er ein bisschen so einen kleinen V-Ausschnitt. Und dieser Pulli ist so kuschelig weich und ich liebe ihn. Ich könnte in ihm wohnen. Der ist einfach richtig, richtig gemütlich. Also der perfekte Herbstpulli. Von H&M habe ich hier so einen khakifarbenen Pulli. Der hat hier vorne einen V-Ausschnitt. Der sitzt auch ein bisschen lockerer und wie man sieht, ist auch ein bisschen grob gestrickter. Man kann da ein bisschen durchsehen. Muss man halt gucken, ob man vielleicht ein Top drunter anzieht, wenn man nicht unbedingt möchte, dass der BH gesehen wird. Ist jetzt nicht super dramatisch, aber man sieht ihn schon etwas durch. Ist auch etwas länger. Und der war gar nicht so teuer. Ich glaube, der hat nur 10 Euro gekostet und dann dachte ich mir so, komm, so einer fehlt dir noch und ja. Er ist auch nicht super flauschig und auch nicht super dick, aber so für die Übergangszeit ist der perfekt. Jetzt kommt ein Pulli, wo ich nie erwartet hätte, dass der mir so gut gefallen wird. Ich habe ihn bei ASOS gesehen und dachte mir so, der ist schon schön. Dachte ich so, nee, ist irgendwie gar nicht so deins. Und dann habe ich ihn mir immer wieder angeguckt. Der war ständig wieder ausverkauft und dann war er wieder drinne. Und dann dachte ich mir so, jetzt nimmst du den mal mit. Und so sieht der aus. Der hat halt hier so das gebunden mit einer Schleife hier unten. Die kann man auch aufmachen. Das hat er auch hier am Arm. Und wo ist es denn? Wo ist es? Hier unten ist es auch ein bisschen, sieht man das? Wo ist es? Ein bisschen kaputt. Ja, ein sehr bunter Pulli eigentlich. Also wie man sieht, also von hinten ist er ganz schlicht weiß, bis auf die Ärmel halt. Und hier halt so schwarz und hier ist es auch ein bisschen, ist das schwarz, ist das dunkelblau? Ich glaube, es soll dunkelblau sein. Auch ein bisschen gröber gestrickt, so hier, wie man sieht. Grau, so ein Senfgelb, aber ich finde ihn getragen sehr, sehr schön. Der ist auch ein bisschen schwerer und ein bisschen dicker, also er hält auch gut warm. Und ich habe mich total verliebt in diesen Pulli. Ich weiß gar nicht warum, aber er sitzt schön, er sieht richtig schön aus. Ist mal etwas Besonderes, was man nicht immer hat. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein cooler Kapuzenpulli. Und da habe ich den hier von US Behavior. Vor allen Dingen diese Farbe ist ja voll meine Farbe. Ich finde den richtig, richtig schön. Und hier an der Kapuze sind auch noch so Kreuze. Da. Finde ich ganz cool, weil dann ist es nicht so langweilig. Und ja, er ist auch super bequem. Ich mag ihn auch sehr gerne. Wie all die Dinge, die ich hier bestellt habe, sonst hätte ich sie nicht bestellt. Jetzt kommt noch etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das kaufen werde. Aber ich glaube, ich wollte diesen Herbst mal etwas Neues ausprobieren und ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Denn ich habe hier eine knallrote Bluse, die hat hier so, wie nennt man das denn, diese Ärmel, ist auch langärmig und hat hier unten das auch nochmal, hier oben am Kragen auch so ein bisschen und ich finde die sehr, sehr schön
Und da habe ich auch so ein bisschen an die festlichen Feiertage gedacht, so zu Weihnachten oder so, dass man sowas anziehen könnte. Ich bin mal gespannt, wann ich sie dann tragen werde. Denn das ist, glaube ich, nichts, was man so alltäglich gut tragen kann. Ich bin mal gespannt. Die ist übrigens von ASOS. Dann war ich neulich zufällig im New Yorker, wo ich eigentlich nie bin. Aber ich hatte ein bisschen Zeit und bin nochmal durchgelaufen und habe diese Bluse hier entdeckt. Sie ist komplett aus Spitze, würde ich behaupten. Und mit etwas Roségold. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Und hat hier auch wieder so einen interessanten Kragen. Und hier unten ist sie auch wieder so zusammengebunden. Bunten irgendwie. Natürlich muss man hier gucken, was man da drunter zieht. Ist jetzt vielleicht auch nicht so herbstlich, weil das ist nichts. Es wird damit einfach nur kalt. Aber ich glaube, man könnte einen coolen Bralette oder irgendwie sowas in die Richtung ein schönes Spitzencrop-Top oder so anziehen, wo man nicht allzu viel sieht und das könnte ganz cool sein. Hier vorne ist übrigens auch eine Schleife. Ja, ich fand das auf alle Fälle sehr, sehr schön. Vergessen dürfen wir nicht, was ich anhabe. Ich versuche es mal zu zeigen. Sieht man das? Ist langärmlich, hat hier so ein bisschen Flatterteile. Wie soll man das nennen? Ja, Cutout-Schultern und bisschen höheren Kragen. Ich finde das Oberteil sehr, sehr schön. Das ist von Nelly und ich fühle mich auf alle Fälle sehr wohl drinne. Habe ich mir eine Kunstlederhose gekauft, die ist von Only. Die gibt es da in verschiedenen Größen und zwar mit Länge. Also ich habe die, glaube ich, in XS 32, damit die ein bisschen länger ist und auch bei meinem Knöchel unten ankommt, denn die meisten Hosen sind mir einfach zu kurz. Ich hatte so eine ähnliche schon mal, einfach nur in der Größe XS und da war die unten einfach viel zu kurz. Und ja, jetzt habe ich mir die nochmal geholt. Die hat hier an den Knien so dieses Geriffelte. Und ich finde, die sieht auch nicht billig aus, so vom Stoff her, sondern sieht sehr, sehr schick aus und ist dazu noch sehr bequem. Also richtig, richtig bequem. Man ist sehr beweglich da drinne und man fühlt sich da drinne sehr wohl. Dann habe ich auch bei Fashion Nova bestellt und mir eine Hose bestellt, die natürlich wieder kaputt ist und in Schwarz, weil im Herbst trage ich irgendwie nur schwarze Hosen. Warum auch immer, aber irgendwie gefällt mir das eindeutig besser. Die soll eigentlich High-Rise sein, aber richtig high-waisted ist sie nicht. Also sie hat einen höheren Bund, aber high-waisted ist sie nicht. Hat hier hinten so ein bisschen so eine herzförmige Dings, was den Popo ein bisschen schöner aussehen lässt. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich sie behalte oder ja, wieder zurückschicke. Jetzt kommen wir zu meinen Jacken, die ich bestellt habe. Und ich muss euch vorweg warnen, ich bin ein bisschen ausgerastet. Irgendwie, ich liebe Jacken. Ich weiß nicht warum. Ich finde die im Herbst besonders ganz cool, weil da kann man dickere, dünnere anziehen und da kann man so alles anziehen. Und ja, ich habe ein paar viele mir geholt. Eine Winterjacke ist da auch dabei, aber der Rest ist für den Herbst. Starten tun wir mit einer Lederjacke von Fashion Nova. Ist natürlich keine Echtlederjacke. Das ist so ein Wildlederimitat und es glänzt einfach so ein bisschen. Und sie hat ganz, ganz viele Nieten überall hier, wie man sieht. Was ich sehr, sehr cool finde. Und
Sie ist ein bisschen dünner. Also ziemlich dünn. Die kann man, glaube ich, auch ganz gut an Sommerabenden anziehen, wo es ein bisschen kälter wird. Also ist jetzt nichts für super kalte Herbsttage, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr schön. Dann noch eine Lederjacke. Wie gesagt, die ganzen Lederjacken sind kein echtes Leder, sondern nur Imitat, ist auch wieder so ein weicher Lederstoff. In dunkelgrau. Und die ist von Only. Sieht von hinten so aus, wenn man überhaupt irgendwas erkennen kann. Ja, sie hat hier auch solche typischen Umschläge, würde ich mal sagen. Und hat Taschen und die ist auch ein bisschen dicker und fester, also die kann man, glaube ich, auch an kälteren Herbsttagen anziehen. Kommen wir zur letzten Lederjacke und zwar dieses Schätzchen. Das ist von New Look und erstmal ist die Farbe sehr cool und die ist so weich von außen. Die ist wirklich richtig, richtig weich von außen. Von innen nicht, da ist sie ja mehr oder weniger gut verarbeitet. Also ist jetzt, man sieht, dass es nicht die beste Qualität von innen hat. Aber was ich so cool bei der fand, seht ihr das? Diese geflochtenen, oder wie nennt man das denn, mit diesen Ösen. Das ist ja zurzeit generell so ein Trend und ich finde, das sieht bei der Jacke so, so cool aus. Ja, ich habe mich total verliebt in die Jacke und dann musste sie unbedingt mit. Jetzt kommen wir zur Winterjacke und zwar ist die von Pimkie. Die ist von innen so richtig, richtig flauschig. Hat hier einen Pelzkragen, der natürlich auch nicht echt ist, weil da achte ich schon sehr drauf. Der ist unecht und diese Jacke, ich versuche sie euch zu zeigen, okay? Ich versuche es, ich gebe mein Bestes. So, ist auch ganz schlicht und schön gehalten, hat Taschen und goldenen Reißverschluss und so weiter. Und man kann das an der Taille auch ein bisschen zuziehen. Und diese Jacke ist ein bisschen dicker, ein bisschen kuscheliger. Ich mag sie einfach sehr, sehr gerne. Ich habe so eine ähnliche Jacke schon von Zara. Aber die ist einfach ziemlich dünn. Und für den Winter ist diese Jacke, glaube ich, sehr gut, weil die endlich mal dicker ist. Und ich habe so Schwierigkeiten, schöne und dicke Winterjacken zu finden, weil ich friere generell immer. Aber ich glaube, die Jacke trifft das ganz gut. Die wird mich hoffentlich ordentlich warm halten im Winter. Schuhe von H&M, Ankle Boots, und die sind auch in so einem Wildleder-Imitat-Ding. und ich finde diese Schuhe einfach wunderschön. Sie waren auch nicht teuer, ich glaube so ungefähr 30 Euro, aber die Qualität lässt auch wünschen. Also ich habe sie das erste Mal einfach nur in meinen Schrank gestellt und dann ging hier ein bisschen was kaputt. Wenn man hier mal irgendwo gegenkommt, geht da schon ein bisschen ab. Aber ich denke mir so, ein Herbst werden sie halten und die sind auch super bequem, also man kann sehr gut drauf laufen und die haben auch sehr gut gepasst, weil bei mir ist es schwierig, Schuhe für mich zu finden. Meine Füße sind irgendwie komisch, der eine Fuß ist größer als der andere und generell bin ich immer so eine Zwischengröße und finde keine, aber hier hat einfach 39 gepasst. About You habe ich diese Stiefeletten bestellt und ich finde das mit den Schnallen so, so schön. Die sind auch von innen ein bisschen gefüttert.
Was mein Problem war, ich habe die in Größe 39 genommen und da sie von innen gefüttert sind, sind sie mir jetzt ein bisschen zu klein. Ich habe sie jetzt direkt in einer Nummer größer bestellt, aber ich wollte sie euch trotzdem mal zeigen. ja, ich finde das generell zurzeit mit diesen Schnallen sehr schön. Ich hatte auch andere von New Look, die hatten dann hier vorne noch Nieten und so überall. Leider habe ich überhaupt keine Größe gefunden, die mir gepasst hat, deswegen hoffe ich, dass hier die Größe 40 passen wird. Die habe ich nämlich in 39 und die wurden mir eigentlich ein bisschen eng. Also es war, normal habe ich eigentlich 39, aber es wurde eng und ja, bin ich mal gespannt. Also sie fühlen sich auch super bequem an, aber viel kann ich euch nicht sagen darüber. Dann habe ich mir auch eine neue Uhr bestellt, die trage ich hier schon die ganze Zeit. Die ist von Daniel Wellington. Die ist in Silber mit einem schwarzen Zifferblatt, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe mich total verliebt in diese Uhr. Besonders der Verschluss ist auch gut, weil ich glaube, der geht nicht so einfach auf, denn das ist quasi so ein doppelter Verschluss. Und ich finde die sehr, sehr schlicht und auch super schön. Und die Qualität ist auch sehr gut. Dann habe ich von Dose of Colors mir drei Liquid Lipsticks in Matt geholt. Einmal die Farbe Kiss of Fire. Das ist so ein knalliger Rotton, weil ich mir so dachte, zur roten Bluse, vielleicht kann man im Herbst mal was ausprobieren. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich den am Ende trage. Dann die Farbe Mondays. Und die trage ich auch auf den Lippen schon die ganze Zeit. Also ein sehr, sehr schöner Ton. Fall runter. Und die letzte Farbe, das ist Mood. Das ist ein schöner, herbstlicher Ton. Also es geht so eher in die Richtung, ja, Bordeaux irgendwie. Ich kann es ja mal... Ja, sieht man das? So sieht er aus und wie ihr wisst, ich liebe Dose of Colors Lipsticks, Liquid Lipsticks in Matt. Die halten einfach unendlich lange beim Essen, beim Trinken. Höchstens geht hier drin ein bisschen was ab, aber das kann man ja immer schnell nachmachen. Die Haltbarkeit ist super, die Farben sind traumhaft schön, ich liebe die Farben. Und ja, das war's auch schon mit meinem Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich werde versuchen, alle Links irgendwie in die Infobox zu packen. Und würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video sehen. Bis dann!